Wir stehen vor einer unserer größten Herausforderungen, wenn wir die Energiewende bewerkstelligen wollen. Und da wird die Photovoltaik eine sehr, sehr große Rolle spielen, denn sie besitzt das größte Ausbaupotenzial. Unsere Arbeit fokussiert sich vor allem auf die Erforschung neuartiger Materialien für künftige Solarzellengenerationen. Wenn wir Photovoltaik wirklich auf einer großen Skala herstellen wollen, dann brauchen wir Prozesse, die schnell sind und die energiearm sind. Und dazu gehören die druckbaren Solarzellen, von denen die Perovskite eine Variante sind. Und so haben wir uns auf die Suche gemacht nach den mikroskopischen Mechanismen, die die Perovskit-Solarzellen so besonders machen. Solarzellen haben das Ziel, aus Sonnenlicht möglichst effizient elektrischen Strom zu erzeugen. In allen Solarzellen funktioniert das letztendlich dadurch, dass Sonnenlicht absorbiert, also aufgenommen wird und dann in diesem Material in Ladungsträger umgewandelt wird und dann letztlich als Strom genutzt werden kann. Und bei den Perovskit-Solarzellen passiert es in einer sehr simplen Schicht, die sehr einfach herzustellen ist, zum Beispiel in Druckverfahren hier im Labor aus Lösungen letztendlich, aus Tinten. Um jetzt zu verstehen, wie die Perovskite dieses Sonnenlicht in Strom umwandeln und was sie so effizient macht, haben wir nach Messtechniken gesucht, die auf kleinster mikroskopischer Skala die Eigenschaften der Schichten untersuchen können. Wir haben festgestellt, dass streifenartige Muster in diesem Perovskit-Material sichtbar werden. Und das, was wir dort gesehen haben, das konnten wir nicht so richtig interpretieren. Da kamen uns dann aber die Kollegen aus den Keramikwissenschaften zur Hilfe, die Perovskite seit vielen Jahrzehnten erforschen und deswegen sehr genau wussten, welche mikroskopischen Strukturen wir dort sehen. Wir arbeiten seit ca. 20 Jahren mit perovskitischen Materialien hier am Institut, aber das sind immer keramische Materialien und keine Materialien für die Photovoltaik. Wir verstehen was von Kristallstruktur, wir können Kristallstrukturen beschreiben, abbilden und das macht jetzt ein Elektrotechniker weniger. Und das war eigentlich der Ansatz, wo wir sagen konnten, da können wir euch helfen. Wir können euch helfen, die Mikrostruktur eurer Materialien zu charakterisieren und dann auch Rückschlüsse zu ziehen auf die Eigenschaften. Wir wissen, dass diese Streifen in Verbindung gebracht werden mit elektrischen Feldern. Und diese elektrischen Felder dienen für die Ladungsträger, die erzeugt werden in der Solarzelle, quasi als Autobahn, um sie schnell zu den entsprechenden Elektroden zu transportieren und damit eine hohe Effizienz zu erzeugen. Unsere Messungen haben uns erlaubt, herauszufinden, was die Perovskit-Solarzellen so besonders macht und dass die Streifen, die eng mit der Kristallorientierung zusammenhängen, wichtige Eigenschaft für die Effizienz der Solarzelle am Ende sein können. Im Moment bestehen die perovskitischen Solarzellen aus Verbindungen, die nicht sehr stabil sind. Das heißt, unser Ziel ist jetzt, neue Verbindungen zu identifizieren, die nicht nur eine reine Modifikation der gängigen Perovskit-Solarzellen sind, sondern ganz neue Materialien auf keramischer Basis, die dann wesentlich stabiler sein sollten als die bisherigen. Der Erwin-Schrödinger-Preis, der zeichnet eben Forschung aus, die interdisziplinär erfolgt. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das ist immer sehr bequem, auf dem eigenen Gebiet zu forschen und man hat schöne Ergebnisse. Und natürlich, wenn jemand von außen auf die eigenen Ergebnisse schaut, dann gibt es Fragen. Man muss über Grenzen hinwegdenken und das bringt einen letztlich auf dem Forschungsfeld weiter.